Hallo, liebe Deutschlerner. Ich bin's, Marc von Authentic German Learning. Heute sprechen wir darüber, wie du die besten Lernmaterialien und Techniken nutzen kannst, um dein Deutschlernen richtig effektiv zu gestalten. Es gibt so viele Möglichkeiten da draußen, aber was sind wirklich die besten Ressourcen? Und wie kannst du sie optimal einsetzen? Lass uns das zusammen herausfinden. Vielleicht hast du schon einige Apps wie Duolingo, Anki oder Memrise verwendet, um die Grundlagen zu lernen. Das ist super für den Anfang. Aber wenn du wirklich fließend Deutsch sprechen willst, bringen dich diese Apps irgendwann nicht mehr weiter. Was du dann brauchst, sind Ressourcen, die dich wirklich voranbringen. Was meine ich damit? Nun, es geht nicht nur darum, stundenlang Vokabeln zu pauken oder Grammatikregeln zu lesen. Es geht darum, verstehbaren Input zu bekommen. Das bedeutet, dass du Material nutzen solltest, das nicht zu schwierig ist, aber dich auch fordert. Das ist der Schlüssel zum echten Spracherwerb. Deshalb habe ich speziell für dich verschiedene Ressourcen erstellt. Meine YouTube-Videos. Hier findest du spannende Themen, die dir nicht nur die Sprache näher bringen, sondern auch die Kultur. Abonniere unbedingt meinen Kanal, damit du keine neuen Inhalte verpasst. Der Authentic German Learning Podcast. Perfekt, um unterwegs oder beim Spazierengehen Deutsch zu hören. Höre mal rein auf authenticgermanlearning.com/podcast. Mein Newsletter. Hier bekommst du regelmäßig Tipps und exklusive Inhalte direkt in dein Postfach. Melde dich an auf authenticgermanlearning.com/free. Die Deutschlernakademie. Das Herzstück meiner Lernmaterialien. Mit Kursen, die dich systematisch zum Erfolg führen. Tritt bei auf authenticgermanlearning.com/join. Techniken für maximale Effizienz. Es reicht nicht, nur die besten Ressourcen zu haben. Du musst auch die richtigen Lerntechniken anwenden. Eine bewährte Methode ist das aktive Lernen. Das bedeutet, dass du nicht einfach nur passiv konsumierst, sondern dich aktiv mit dem Material auseinandersetzt. Zum Beispiel, anstatt nur Videos zu schauen, mache dir Notizen. Wiederhole Vokabeln laut, um sie dir besser einzuprägen. Stell dir selbst Fragen zu dem, was du gerade lernst. Wie würdest du das Gelernte jemandem erklären? Durch den richtigen Einsatz dieser Ressourcen kannst du sicherstellen, dass du nicht nur Fortschritte machst, sondern auch motiviert bleibst. Apps haben ihre Grenzen, besonders wenn es darum geht, die fortgeschrittenen Feinheiten der Sprache zu meistern. Sie sind oft starr und wiederholen ähnliche Übungen. Um wirklich tief in die deutsche Sprache und Kultur einzutauchen, brauchst du authentische, reichhaltige Inhalte, die deine Sprachfähigkeiten auf das nächste Level bringen. Also,
Fang an, die besten Ressourcen zu nutzen. Und denk daran, es ist der stetige, regelmäßige Input, der den Unterschied macht. Du schaffst das. Lass mich in den Kommentaren wissen, welche Ressourcen du am liebsten nutzt. Hast du schon meine Newsletter oder die Akademie ausprobiert? Schreib es mir unten. Ich freue mich auf deine Erfahrungen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Tschüss.